Yo Leute, willkommen zurück hier in Trunks Zukunft bei Dragon Ball Z. Ja, hier muss man einiges beachten. Guck mal, erstmal hier so links. Da stehen die Cyborgs rum, die müssen wir natürlich kämpfen. Aber vorher muss man hier alle Menschen retten. Oh, Hilfe! Geht's dir gut? Wach auf! Ah, danke, ey! Ich höre da drüben ein Kind weinen. Kannst du es herholen? Na, okay. Ein Kind! Was ist los? Bist du verletzt? Meine Mutter ist da drin gefangen. Okay, ich entferne jetzt das hier. Geht's dir gut? Ja, danke. Danke. Hier, nimm. Hier, nimm. Heilmedikament erhalten. Mein Vater ist Arzt. Ein Arzt? Er versorgt die Verwundeten hier. Ach so. Du musst jetzt gehen. Es ist gefährlich. Na okay, dann danke nochmal. Seid ihr auch vorsichtig, okay? So, Freunde. Es geht aber noch weiter. Und da ist noch eine Person zum Retten. Geht's dir gut? Ah, das war knapp. Verdammte Cyborgs. Bitte geh schnell hier heraus. Na okay, mach ich. Können wir das Ding hier untersuchen? Ja, ein Notiz. Drücke am Schluss den Fragezeichen-Knopf. Dann. Ich kann es nicht lesen, der Text ist verblichen. Ja, am Schluss den Knopf drücken und guck mal hier nochmal. Es sind 5 Fragezeichen. Merkwürdig. Komm, wir untersuchen mal noch ein bisschen hier die Gegend. Vielleicht können wir irgendwas anklicken. Ich glaube, das hier... Nee, das Haus war nicht zum Anklicken. Guck mal, da ist ja noch ein Professor-Typ hier. Der sieht aus wie ein Arzt. Ist das eventuell der Vater von dem kleinen Kitty? Wir gehen einfach mal hin zu dem Kerl. Es ist gefährlich, du musst gehen. Du bist Trunks, nicht wahr? Woher weißt du meinen Namen? Ich habe dich behandelt, als du von Cyborgs angegriffen wurdest. Wirst du nochmal mit ihm kämpfen? Ja, und diesmal werde ich gewinnen. Ich verstehe. Es ist traurig, aber es liegt alles in deiner Hand. Und nun mach hin, bitte. Okay, ich gehe, pass auf dich auf. Jetzt können wir das hier untersuchen und dann guck mal, eine Notiz. Drücke am Schluss den Startknopf. Ja. Dann, genau. Ich kann es nicht lesen, der Text ist verblichen. Genau, jetzt haben wir praktisch beide Texte zum Zusammensetzen. Drücke am Ende den Startknopf, dann. Und so wissen wir, dass wir jetzt am Ende vom Spiel den Startknopf drücken sollen. Toll, ne? Man kann jetzt noch untersuchen hier so ein bisschen und alles anklicken, aber... Husten. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas war. Ne, ist auch nicht. Ja, gehen wir zu den Cyborgs. Jetzt müssen wir beachten, Freunde. Du bist tot, das ist ein Ende. Ey, du lebst an Trunks. Darf ich dich töten? Er nervt oder so. Darf ich die töten, sie nerven? Wir werden zwar ein Spiel verlieren, aber das ist okay. Hä, war? Ach, keine Ahnung, lauer nicht, so. Freunde, jetzt müssen wir mit Trunks allein gegen die beiden. Na, guck mal, wir können uns nichts aussuchen außer Trunks. Später kann man ja auch einen Zweierkampf machen, aber jetzt müssen wir mit Trunks allein kämpfen. Und da gibt es einen kleinen Trick. Wir haben ja von Bulma Schnellstopp erhalten. Und das nutzen wir natürlich total aus. Denn mit Schnellstopp, ich werde es euch gleich nochmal in der Beschreibung durchlesen. Ups, das war zu viel. So. Erstmal geben wir ihm hier so. Dann geben wir ihm einfach mal... Oh, Masenko kann er nehmen. Das ist ja geil. So, Masenko und... Burning Attack. Oder soll ich ihm statt Masenko einfach mal... Ne, lassen wir es so. Lassen wir es so. Wobei, das ist irgendwie sinnlos, ne? Weil Masenko hat... Nein, nicht entfernen. Ah, scheiße. Masenko hat nämlich 18,25 und hat 19,25. Das ist jetzt doof, aber Burning Attack ist, glaube ich, stärker als Masenko. Dann nehme ich das jetzt raus. Muss hier ins Spiel. Pack hier für einen Masenko rein. Und für einen Dauertritt kommt noch Masenko. Und dann kommt hier Trunks, nochmal Begriff oder begrenzt, besser gesagt. Nochmal ein Dauertritt. So. Dann verändern wir aber nochmal das Spiel. Nämlich kann ich allgemein trotzdem hier... nehmen wir trotzdem Masenko raus. Habe ich jetzt irgendwie ein bisschen unüberlegt gemacht. Dafür nehmen wir uns Schnellstopp rein und guckt euch das an. Cyborg-Stopp. Bulmas Gerät, nur Kurzstrecke. Cyborg-Stopp. Das heißt so viel, wenn wir nah am Gegner sind, die Geschwindigkeit hat natürlich auch schon ein bisschen was damit zu tun, wenn wir nah am Gegner sind, praktisch er steht jetzt in der Mitte und ich stehe in der Mitte, dann kann ich das Ding einsetzen und wenn es trifft, ist unwahrscheinlich, aber es kann gut treffen eigentlich. Also es ist unwahrscheinlich, aber es klappt auch, ne? Und wenn es klappt, dann ist der Cyborg sofort tot. Also muss man mit Trunks praktisch jetzt, also ne, erstmal reinnehmen, habe ich, Mann, ey, voll verplant gerade. Also muss man praktisch den ersten Cyborg besiegen und dann den zweiten mit Schnellstopp töten. So, wir speichern. Und ich werde hier gegebenenfalls mit Safe Sets arbeiten, also schon mal sorry. So, erstmal Trunks Super Saiyan gegen Nummer 17 und Nummer 18. Das kann was werden. Er ist natürlich schneller, Mann. So, wir bewegen uns einfach mal. Er macht eine 3-Phasen-Attacke, Mann, oh yeah.
Ja, schön. So, wir können immer noch nichts machen. Ich mache einfach Key sammeln, dass ich überhaupt irgendwas machen kann. So, 5 Faserattacke. Hau mal rein hier. Aber ich finde Trunks so als Charakter echt genial. Also ist wirklich ein super cooler Charakter in dem Spiel. Und beim Hauptspielstand hier, den ich ganz viel privat gezockt habe auf dem Emulator, da habe ich ja auch sogar den Rising Kick für Trunks. Aber Finish Buster habe ich auch immer noch nicht. Und Final Flash für Vegeta habe ich auch zum Beispiel noch nicht. Voll schade. Oh, oh. So. Ich gehe in die Mitte. Er macht noch viel Phasenattacke, das ist gut. Und guck mal, Masenko können wir schon einsetzen. Und so haben wir noch... Oh, Caps Fritsche, ne? Caps Fritsche ist gut. So, Freunde, machen wir einfach mal eine Burning Attack. Packen dafür... Dauertritt weg. Die Verteidigungskarten sind irgendwie ein bisschen wichtiger gerade. So, Burning Attack. Schön. Bam. Oh, angenehmer Schaden, angenehmer Schaden. Bin ich zufrieden mit. So, dann machen wir mal Caps Fritsche. Ich hoffe, er macht nichts. Key sammeln, ja, da passt ja. So, Freunde. Ich glaube, jetzt mache ich da wieder, wo ich ihm aufgehört habe und versuche wieder Key zu holen. Und dann direkt noch eine Burning Attack reinzuhauen. Da könnten wir Schnellstopp haben. Ne, haben wir nicht. Dende, auch nicht schlecht. So, Key sammeln. Dann mal gucken, macht da irgendwas Fieses oder macht da. Er macht Crazy Rush. Crazy Rush, also Crazy Rush ist eine fiese Attacke. Seine Originalattacke kennen wir, glaube ich, schon mal, oder? Von dem Kampf mit Piccolo. Auf jeden Fall ist er fies. Und ich setze Ausdauer ein, ne? Ist ja cool. Yeah. So. Nichts passiert. So, machen wir eine 5-Phasen-Attacke. So, und das ist super. Wir haben jetzt nämlich schön hochgeballert. Durch die 5-Phasen-Attacke. Ich habe schon wieder, ich habe mich jetzt durch den letzten Part voll an Speeden wieder gewöhnt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Freunde. Naja. So. Nochmal schön Wasser getrunken. Und jetzt bin ich zwar oben, aber das ist mir eigentlich scheißegal, ne? Dann pass auf, Freunde. Halt ja mal einen Schnellstopp. Ja, Schnellstopp. Schön. Dann machen wir jetzt erstmal eine Burning Attack. Hauen dafür Masenko weg. So, bin ich mal gespannt. Schockwelle, haha, und tot. Yeah, geil. So, jetzt kommt C18. So, ich gehe einfach mal erstmal auf Entfernung, ist besser. Ja, sie macht eine Phasenattacke. Wir machen 4 Phasenattacke. Bam, 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 bam. So. Verzeihung, Freunde, aber irgendwie die Musik, da muss man einfach mitsummen, auch wenn das so ein krankes, abartiges, super krankes Summen ist. So, wir blocken einfach, wir machen einfach Kampfstellung. So, voller Geist haben wir, das ist schon mal auch sehr positiv. Ich mache auch wieder Key sammeln. Einfach, weil ich jetzt ein bisschen... Ja, voller Geist kann weg. Ich werde jetzt eh versuchen, sie mit Dings, mit Schnellstopp zu besiegen. Und das ist einfach leichter. So, macht sie irgendwas? Nee, macht sie nicht. Gut. So, dann gehe ich jetzt... dann setze ich jetzt Dende ein? Nee, dann gehe ich jetzt erstmal ran. So, zack. Dann machen wir eine 5-Phasen-Attacke. Das ist ja sehr wichtig, dass wir uns hier... Oh, leichte Weste, geil. Das könnte ich vielleicht auch noch gebrauchen, aber... Ja, Energiewelle muss weg, so. BA runter AB. Ja, aber doch, also... Leichte Weste ist eigentlich auch noch ganz schön praktisch. Ganz schön praktisch, um Schnellstopp treffen zu lassen. Aber ich kann jetzt nicht einfach noch mehr Kiefer ballern. Wir gucken erstmal. Sie macht jetzt vielleicht einen Energieball. Energiewelle, okay. Es gibt ja noch eine zweite Form von Energiewelle, nämlich die da. Und die ist auch ganz schön fett. Richtig fett ist die. So, jetzt sind wir dran, ne? Und ich mache einfach mal eine 5-Phasen-Attacke. A, B, B, rechts, B.
Voll die geile Mucke, yeah. So, Freunde, jetzt ist es eigentlich fast schon soweit. Ich habe jetzt natürlich keine Hilfe von leichte Weste. Was ein bisschen schade ist. Aber sie und ich, wir sind auf engstem Raum beieinander. Und deswegen kann ich jetzt einfach mal einen Schnellstopp einsetzen. So, machen wir hier zack. Machen wir einfach mal Schnellstopp. Hau rein hier. So, jetzt bin ich gespannt. Zwangssperrt. Okay, sie bleibt schon mal an derselben Stelle stehen. Da! Haha, tot. Schön. Win. Das war eine Win-Win-Situation. Trunks-Stufe erhöht. Toll. Burning Attack, Speer, Sonnenbrille. Taioken misslingt. Was zum... Achso, ja. Verteidigung minus und noch, ich nehme immer noch eine Burning Attack. Ich muss ja so denken, dass ich Sachen gebrauchen kann. Ist es vorbei? Nein, noch nicht. Der Obermufti ist noch hier. Cell. 3 Jahre nachdem Trunks die Cyborgs geschlagen hatte. Die Zukunft war wieder friedlich. Bonus 2 für baldigen Frieden. Trunks, letzter Kampf. Die Zeitmaschine war endlich mit Energie aufgeladen und Trunks wollte Son Gohan gerade mitteilen, dass er die Cyborgs geschlagen hatte. Ich weiß, dass du da drin bist, Cell. Du willst in die Vergangenheit reisen, um vollständig zu werden, nachdem du mich getötet und die Zeitmaschine gestohlen hast. Was? Woher wusstest du? Das Spiel ist aus, Cell. Es ist vorbei. Du bist dir ganz schön sicher. Deine vollständige Gestalt hat uns eine Menge Ärger gebracht. Aber ich kann dich besiegen, so wie du jetzt bist. So ist das also. Du bist in die Vergangenheit gereist. Aber meine Spionroboter haben dich untersucht. Du bist nicht stark genug, um mich oder die Cyborgs zu töten. Warum sind deine Nummer 17 und 18 nicht mehr hier? Du hast es getan? Nein! Hier können wir nicht kämpfen. Gehen wir woanders hin. Ja, Freunde. Nochmal ein Kampf mit Trunks gegen Cell. Ich werde dich nicht in die Vergangenheit reisen lassen. Versuch's mal mit mir! Hä, was für eine dumme Konversation schon wieder? Egal, Trunks, der freut sich hier schön zum Battlen und so. Wir fangen sogar an, das ist ja voll genial. So eine 4-Phasen-Attacke haben wir gleich. ABA hoch. So, was haben wir hier? Phantombild. Das brauche ich jetzt nicht. So, 5-Phasen-Attacke. Ich hätte mir... Oh, verdammt, ich habe es voll vergessen. Freunde, ich hätte statt Schnellstopp hätte ich lieber nochmal... statt Schnellstopp hätte ich lieber ein Dings hier reinnehmen sollen. Die zweite Burning Attack, die ich freigeschalten habe, sozusagen. Naja. Ist jetzt auch zu spät. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Na gut, ich könnte es ändern, aber nö. Nö. So, Freunde. Dauertritts habe ich. Oh, Ki sammeln. Bei Ki sammeln kann man eigentlich fast immer nichts falsch machen. So, hältst du schon extra nach oben, ey, ist der lieb. Ist das ein netter Kerl? Der ist so nett, der Kerl. So. Jetzt habe ich so viel gespeedet, sorry. Er hat eine 3-Phasen-Attacke eingesetzt. Und ja. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Und ballen ihm jetzt eine Burning-Attacke rein. So. Dann hau mal rein, Trunks. Na? Ja. Vor allem voll so ein kleiner Schlag so. Aber trotzdem macht es voll viel Schaden. Voll so ein Pfiff wird dann voll zu. Voll krass. So, ich gehe jetzt einfach mal weg. Okay, er macht Kiesammel. Uiuiui. Wird ja immer interessanter hier. Oh Mann. Geile Scheiße. So. 5-Phasen-Attacke. Schön ein bisschen Kiesammeln. Dauertritt können wir wegmachen. Hoch ABB runter. Taioken. Ich geb dir gleich Taioken, du Spinner. Wie sich Jensen Fähigkeit einfach von Son Goku und Co. angeeignet hat. Dieser Cell, ja, gibt's da nicht. Ich gehe einfach in die Mitte.
Denn er macht nur eine 5-Phasen-Attacke und das stört mich ja gar nicht, das stört mich ja gar keineswegs. Du olle Sau, nun du wirst gleich sterben, und ich halte es im Mund. Ist besser so, ne? Ist besser so. Egal, Freunde, auf jeden Fall. Sieht doch schon mal eigentlich ganz nice aus. Der olle Cell, ja, der ist da so. Denkt, er ist der coolste. Wir machen mal eine 5-Phasen-Attacke. Da, 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 da. A, 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 B, rechts. Ganz cool so. So, Freunde, jetzt macht er aber sicherlich irgendwas Fieses. Ich hoffe einfach mal, dass er eine Cell-Kombo macht. Ich habe ja nur Schockwelle zum Abblocken. Milchbralle. Ja gut, dann ist halt sinnlos und ich gehe einfach mal nach unten. Ne? Gehen wir nach unten. So, Cell schießt jetzt los. Yeah! Einfach nur, weil ich mich in den Strahl oder in den höheren Strahlverteidigungsbereich bewegt habe, einfach mal geblockt und weil ich schneller bin als er. Total genial. So, Freunde, dann hauen wir jetzt einfach mal Masenko rein, ne? Ha! Na, zähl du alle Sau. Na, dann machen wir das jetzt nicht. Machen wir Dauertritt. Machen wir mal Dauertritt. Jetzt macht er Schockwelle, wa? Ne, Kampfstellung. Wenn er jetzt schon besiegt ist, wenn er jetzt schon besiegt ist. Er ist schon besiegt, wie geht denn das? Aber egal, mich soll es nicht stören, ne? So, Saiyan 2, okay, nämlich Super Saiyan 2, glaube ich. Ki Plus, da kann ich, glaube ich, mehr gebrauchen. Cell ist vernichtet, es ist vorbei. Danke, Son Goku. Trunks hatte ein hartes Leben in seiner Welt, aber schließlich war der Frieden wiederhergestellt. Und er wird so lange so bleiben, wie Trunks dort ist. Viele Jahre nach Cells Amoklauf herrschte in der Welt endlich Frieden. Alle glaubten, dass es Mr. Satan war, der Cell getötet hatte. Geschichte 21. Goku auferstanden? Weltklasse-Match. Als Son Gohan 16 Jahre alt war, ging er auf das örtliche Gymnasium. Aber die Stadt war wieder einmal voller Bösewichter. Dies konnte Son Gohan nicht einfach so hinnehmen. Aber um seine Privatsphäre zu schützen, benutzte er Bulmas Transformationsausrüstung und verkleidete sich als großer Saiyaman, um zu kämpfen. Jedoch bekam Mr. Satans Tochter Videl Wind davon. Um festzustellen, wer der weltbeste Kämpfer ist, wurde ein Weltkampfturnier gemacht. Der letzte Champion war mein Vater. Vor ihm war es Son Goku, dein Vater, stimmt's? Es wäre doch toll zu sehen, wie ihre Kinder jetzt im Ring stehen und um den Titel kämpfen. Was hältst du davon? Nein, danke, ich habe kein Interesse. Wenn du nicht mit mir kämpfst, verrate ich der ganzen Stadt dein Geheimnis. Son Gohan hatte keine Wahl. Um ihn zu unterstützen, stimmten seine Freunde ebenfalls zu. Selbst Son Goku beschloss, für einen Tag aus dem Jenseits zurückzukommen. Nur noch ein paar Tage, Son Gohan. Wie läuft's mit dem Training? Mit Son Goten? Prima, nicht wahr, Son Goten? So ist es. Wir könnten sogar Trunks schlagen. Stimmt vollkommen. Son Goten, der aussieht wie Son Goku, ist Son Gohans jüngerer Bruder. Son Goku zeugte ihn vor seinem Kampf mit Cell. Bald werde ich Son Goku treffen. Was soll ich nur anziehen? Hahaha. Son Goku wird doch nicht ins Leben zurückkommen, oder? Nach ihrem Tod bleibt von den Menschen noch normalerweise nur die Seele übrig. Nicht mein Vater, er behält auch seinen Körper, denn er hat die Erde gerettet. Und er hat Uranai Baba um Erlaubnis gebeten, für einen Tag zur Erde zurückzukehren. Wie dem auch sei, er kommt zurück. Du freust dich doch sicher auch, Son Goten. Du wirst deinen Vater treffen. Naja, ich weiß nicht. Nun, ich gehe jetzt zur Schule. Trainier hart, damit du alle schlägst. Selbst beim Endkampf gegen Son Goku. Für ein Preisgeld von 15 Millionen Zeni, ja. Ich werde mein Bestes tun. Gohan jetzt verfügbar. Yeah. Puh, das war vielleicht ein intensives Training. Ich hätte nicht gedacht, dass Son Goten so stark geworden ist. Ich sollte wohl härter arbeiten. Komm, Freunde, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie wieder was gucken können und so, ne? War voll cool, jetzt haben wir schon den großen Son Gohan. Oh, Piccolo. Haha, wie hast du das gefunden? Übrigens, ich habe dies hier gefunden. Kamehameha erhalten. Ich habe mich etwas seltsam gefühlt. Nein, Spaß. Guck mal, Freunde, wir haben jetzt Kamehameha. Und das ist die... ihr werdet es gleich sehen. Kamehameha.
Gotenks irrtümliches Kamehameha. Vor allem Gotenks ist von Goten. Also Goten sein Kamehameha praktisch, nur dass er es Kamehameha nennt, ja, das ist ja so lustig. So. Ich glaube aber hier irgendwo sind auch Chi-Chi. War das nicht so? Da, oh, wieder. Hoppla, du hast mich gefunden. Und ich dachte, ich hätte mich gut versteckt. Ja, und das bringt mir jetzt was. Gib mir irgendwelche Karten, Mann, du olle Biatch. Okay, ich glaube, das war's. Ja, gehen wir zu so einem guten. Oder ist hier in dem Baum noch was? Nö. Alles klar. Ey, Kumpel, gehst du schon? Willst du nicht weitermachen? Ja. Okay. Er trainierte weiter und der große Tag rückte näher. Okay, Son Goten, packen wir es an. Jawohl, ich werde nicht verlieren. So, jetzt kämpfen wir mit Son Gohan Super Saiyan gegen Goten. Das Problem bei Gohan Super Saiyan ist, ich zeig's euch gleich, passt auf. So, er kann zwar, also erstmal die Fahrattacke so. Und wir nehmen Dauertritt, denn hier steht zwar, er kann Dankshot, aber er kann's nicht. Aus irgendeinem Grund ist das nur eine Attacke für den Kid Gohan. Und deswegen, ja, super kann man ja noch ausrüsten. Dann verändern wir nochmal das Spiel ein bisschen und packen für Schnellstaub und Masenko. Obwohl Masenko kann er auch noch. Machen wir. Machen wir es mal so. So gefällt mir das doch schon mehr. Ja, und im nächsten Kampf kämpfen wir dann mit Son Gohan, also Super Saiyan, gegen den kleinen Son Goten. Das wird toll, Freunde, das wird toll. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. Und dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssen.